Vorsichtig schiebt Professor Dr. Ingo Herrmann das Endoskop durch die Nase des Patienten über die Speiseröhre in den Magen. Das Endoskop ist wesentlich schmaler als früher. So können ganz ohne Betäubung die Speiseröhre und der Magen untersucht werden. Was eben der große Vorteil ist, der Patient ist danach sofort geschäftsfähig. Der geht also nach Hause oder geht in seinen Beruf und arbeitet, kann sein Auto fahren, wird also in keiner Weise eingeschränkt. Das heißt mit anderen Worten, es handelt sich hier um eine wesentlich preisgünstigere Methode für die Zukunft, die auch für die Patienten viel angenehmer ist. Ja, es ist ein bisschen anstrengenderes Schlucken, aber im Übrigen ist es also ausgesprochen, also harmlos. Ich kann nur sagen harmlos. Bereits seit einiger Zeit benutzt Dr. Hans-Michael Strahl in seiner HNO-Praxis in Oberkassel diese Methode, um die sogenannte Refluxkrankheit zu diagnostizieren. Dabei handelt es sich um eine Fehlfunktion der Muskel, die die Speiseröhre verschließen. Die letztendlich dann plötzlich Magensäure durchlassen, die Gase durchlassen, die Pepsin und Gallenfarbstoffe enthalten und dann hochsteigen können. Und da der untere Muskel immer in einer Insuffizienz mit dem oberen Muskel in Verbindung steht, ist die Folgeerkrankung, die Erkrankung der Nasennebenhöhlen, das Globusgefühl, das Kloßgefühl, die Heiserkeit und eventuell Probleme, die das Schnarchen mit auslösen. Eine der häufigsten Folgen der Refluxkrankheit und dem Rücklauf von Magensäure in die Speiseröhre ist Sodbrennen. Aber vor allem die durch Magengase verursachten Beschwerden werden häufig noch nicht richtig diagnostiziert. Die Verbindung zum HNO-Arzt ist, dass wir sehr viele Folgeerscheinungen des Refluxes viel eher sehen als jeder andere. Das heißt also, der Gasreflux, der keine Säure macht, also keine Säureflüssigkeit macht, wird vom Patienten nur sehr selten als Reflux diagnostiziert, sondern als Kloßgefühl. Und alleine über dieses, sagen wir mal, Indikationsschema kann man Patienten helfen, die an den Reflux bisher noch nie gedacht haben. Zusammen mit Dr. Konstantinos Zarras, Chefarzt der Chirurgie am St. Vinzenz Krankenhaus, hat Dr. Hans-Michael Strahl eine gemeinsame Reflux-Sprechstunde eingerichtet. So kann direkt nach der Untersuchung mit dem Patienten besprochen werden, wie es weitergeht. Auch Dr. Zarras hat die Erfahrung gemacht, dass viele Patienten mit Reflux falsch behandelt werden. Diese Patienten leiden eben unter Symptomen, die man nicht direkt darauf zurückführt. Und das hat dazu geführt, oder führt auch heute noch in ganz vielen Fällen dazu, dass die Patienten vielfach anders therapiert werden und man sie dann eben erfolglos therapiert. Wir haben gemeinsame Patienten, die 5-6 Mal an Nasennebenhöhlen operiert worden sind, die dann unter dem Bild einer chronischen Pansinusitis laufen und keiner konnte ihnen helfen. Und dann haben wir den Rückschluss gezogen, könnte es nicht auch Reflux sein? Das heißt, der Dauerreiz von Sauren. Und diese Patienten, und da haben wir mittlerweile mehrere in der gemeinsamen Behandlung, sind nach einer Operation faszinierenderweise komplett beschwerdefrei, weil wir das, was es nämlich verursacht hat, therapiert haben. Weitere Informationen finden Sie unter der eingeblendeten Internetseite. Und das ist hier, siehst du, da ist die verkleinert. Haben wir Weißabgleich gemacht?